Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls Remastered Part 27. Müsste das eigentlich sein? Genau, wir sind immer noch in Senzfestung, weil ja beim letzten Mal, das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Der Kampf gegen diese beiden Dämonen war ein bisschen anstrengend. Aber hier gibt es noch einiges zu looten, Leute. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. So. Ich glaube, da lauert wirklich der Tod, oder? Oder? Oder nur ganz oben? Ich glaube, hier können wir uns schon fast wieder runterstürzen. Na, ich mach's einfach mal. Ja, das überlebt man sogar. Ja, ja, so kommt man hier runter. Na also, viel einfacher als gedacht. Ja, aber hier war nichts mehr. Wo waren denn hier diese ganzen Blitzdingsviecher? Ah, das ist Item auf der anderen Seite. Och Mann. Ich will das Item haben. Nee, genau, dann war hier bloß dieser Drachenring, den es hier gab, und damit war es das. Also hätten wir uns die ganze Zeit diesen komplizierten Weg sparen können. Naja, ist egal. Geschafft ist geschafft. Nicht wahr? Ja, naja, ist egal. Dann kümmern wir uns mal. Das war ein bisschen zu früh. Okay. Sims für Sims. Also übermächtig ist die Sturzkontrolle denn doch nicht. Genau, da wo der gerade hochgeht, müssen wir hin. Da lauert nämlich noch ein Riese auf uns. Ist denn der Typ jetzt die Leiter hochgegangen? Okay. Ja, den möchte ich natürlich auch noch ausschalten, ne? Obwohl, es macht auch keinen Sinn. Doch, ich glaube, der droppt auch einen Brocken. Also macht es schon Sinn. Und die Brocken, die brauchen wir ja, der ist wieder. Das war, glaube ich, die Seele, ne? Die haben wir jetzt. Das war das Item hier? Ach so. Na gut. Müssen wir hauen, glaube ich. Ja, genau. In Dark Souls 1 muss man schlagen. Da funktioniert Rollen nicht mit Illusionswänden. Nicht mal im Remaster. Das haben sie nicht gepatcht. Joa. Na, wann können wir ihn anvisieren? Boah. Das dauert ewig. Bis dahin hat er uns schon längst bemerkt. Ja, da sollte ich vielleicht mal einen anderen Ring anwerfen, weil jetzt müssen wir ja nicht mehr in diese Brühe. Genau, nehmen wir mal den Ring. Hätte ich eigentlich auch bei den Dämonen gebrauchen können, aber dank dieser tollen Teermasse oder was es da war, hat uns das herzlich wenig gebracht. Der ist die Rage Attack? Ne. Doch, macht nicht. Die Rage Attack geht anders. Machen wir mehr Schaden, wenn wir näher an ihm dran sind? Nee. Jetzt, glaube ich. Jetzt kommt die Rage. Nee, glaube ich. Macht er erst, wenn es sich auch lohnt, wenn er ganz nah an uns dran ist. Ja, da war nun richtig easy. Grauer Brocken, genau. Deswegen haben wir das gemacht. Und ich glaube, hier war nichts weiter. Ja, das war einer der Riesen, der das Tor geöffnet hat. Damit wir überhaupt... Damit es uns überhaupt möglich war, Sens Festung zu betreten. Da ist der Weg übrigens, ne? Zum Schmied. So, wunderschön alles. Kann man alles betreten, ne? Auch da kommen wir noch hin. Ja, sehr geil. Gut, dann würde ich mal sagen, kümmere ich mich mal in dieser Folge um den Boss. Aber jetzt habe ich erstmal keine Bildspiele mehr. Erstmal sollte ich mich um die Blitzspeere kümmern, genau. So. Geht's wieder runter. Wie war denn das? Wie kam ich denn da wieder hoch eigentlich?
Na, jetzt haben wir den Ring ja nicht. da sind nur die Schlangentypen. Oh, ist egal. Was soll der Geiz jetzt? Ich meine, ich habe ja den Zauberspruch schon mit Heimfahrt oder wie der heißt, ne? Heimsendung? Ne, ich weiß jetzt nicht. Ist egal. Da können wir ruhig die Heimkehrknochen mal verwenden hier. Puh, das war ein Timing, würde ich mal sagen. Genauso habe ich es geplant. Ich habe das Vieh schon gehört, wie es immer näher kam. So, jetzt haben wir wieder die Blitzspeere voll. Aber ich denke mal, der Golem wird leider gegen die sehr resistent sein. Ach so, nehmen wir das Vieh. So, ja, ich denke mal hier, das war es erstmal alles, was Items angeht. Was mache ich denn? Ich wollte, glaube ich, bei dem Typen da drüben noch was kaufen, aber dazu haben wir noch keine, also nicht genug Seelen. Deswegen gehe ich erstmal zum Boss, ne? Das soll's. Und dann können wir auch wieder einigen Mitspielern helfen und so weiter. Werden dann daraufhin menschlich und ja. Alles wendet sich zum Guten, Leute. Ah, den Baller lasse ich jetzt mal links liegen, aber den Fahrstuhl werde ich, glaube ich, noch freischalten, ne? Huh. Geh mal rein. Okay, jetzt fährt er, glaube ich. Ja, und damit ist er dann aktiviert. Aber gut. Nein, da möchte ich nicht hin. Fahr mal wieder hoch, bitte. Au. Schweinebacke. Was ist das für ein Shortcut? Moment. Jetzt habe ich gar nicht nach Items geguckt, ne? Das wollte ich natürlich noch. Es ist runtergefallen, geil. Nö, hier war anscheinend nichts mehr weiter. Wow. Okay. Habe ich mich verguckt gehabt, mir war so. Oh, das Beil hat uns kurz touchiert. Ja, naja, gut. Jetzt hätten wir den auch aktiviert, den Fahrstuhl. Oh, da oben der Riese ist auf jeden Fall tot. Hä? Also der die Teile wirft, ne? Denke ich doch mal, dass der tot ist. Oder kann der jetzt wieder werfen? Nö. Das wundert mich gerade. Oh, wir haben ja nicht mal volle Lebensenergie. Ob ich mich da in den Kampf wagen wollte, sollte. Aber das Krasse an dem Boss ist, der kann einen mal eben so runterschieben, ne? Und dann ist man tot. Leider. Na, ist egal. Ah, jetzt haben wir mal ja ein bisschen Menschlichkeit bekommen. Naja, die Musik ist immer sehr treibend. Ja, das ist eigentlich seine Fernkampfattacke. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt hier. Das dauert zu lang. Oh, ein bisschen was. Oh, ja, der kann uns greifen. Das ist nett. Ja, er kann es auch zweimal greifen. Selbstverständlich. Er versucht es nämlich. Er springt auch manchmal selbst in die Tiefe. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass uns das Glück vergönnt sein wird. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ah, die Übersicht hier, ne? Das ist das Entscheidende in dem Kampf. Da müsst ihr echt aufpassen. Also gerade wenn der auch so springt, der nimmt euch dann gerne mit. Puh, ja. Sucht lieber die Mitte auf, ne? Normalerweise würde der Riese jetzt werfen, der andere Riese. Also nicht der hier. Aber deswegen ist es hier wirklich von Vorteil, wenn er den schon im Vorfeld besiegt hat. Oh Gott, ich mache keinen Schaden mehr. Ah, scheiße, das ist die Greifattacke. Genau. Ja, schön.
Ja, super. Ah, verzögerter Attack. Aber wenn er hier zurückspringt. Ah, jetzt wollte er mich wieder greifen. Oh Mann. Schnell. Ja, der ist halt klein, ne? Quatsch, der ist klein, würde ich sagen. Der ist riesig. Und dadurch können wir... Wir sind halt klein. Dadurch können wir uns relativ gut verstecken zwischen seinen Stelzen. Oh Mann. Das wollte uns... Ja, das macht er auch gerne. Ah, das war jetzt dumm, glaube ich. Puh, ja, das wär's doch fast gewesen, Junge. Spring doch einfach in die Tiefe. Beende es. Oh Gott, ja, das ist auch sehr gefährlich, wenn er das macht. Auch wieder seine eine Fernkampfattacke. Scheiße. So leicht verzögert. Oh oh. Fällt er jetzt? Er strauchelt. Könnt ihr ausnutzen. Solltet ihr auch ausnutzen. Er gibt euch nicht nochmal die Chance. Oh komm, das war es doch schon. Prima! Ja, sehr geil. Jetzt haben wir das Kernstück bekommen. Ja, wie gesagt, bei dem Kampf muss man eben vermeiden, runterzufallen. Das ist eigentlich das A und O. Also der Abgrund ist da der schlimmste Feind. Weil dann seid ihr sofort instant natürlich tot, ne? Logisch. Puh, geschafft, ja. Gehe ich schon nach Arno Londo? Macht das schon Sinn? Jetzt, wo wir hier schon relativ weit sind. Ne, jetzt wollte ich noch Leuten helfen, ne? Genau, das macht doch mal wieder Laune. Ja, sonst ist ja nicht sonderlich schwer. Der Boss. Okay, setze ich mal hier mein Zeichen. Ja, deswegen bin ich auch immer in diese Gänge, habe ich mich dann hauptsächlich begeben, ne? Um von ihm nicht getroffen zu werden. Oder wenn ich getroffen werde von einer seiner Fernkampfattacken. Oder eben ganz nah rangehen, ne? Wie ich es gemacht habe. Dann kann er euch ja auch nicht wirklich treffen. Also außer mit seiner Greifattacke natürlich. Da kann es natürlich auch passieren, dass er euch über die Balustrade wirft. Ist mir auch schon passiert, ne? In meinen vorangegangenen Spieldurchgängen, also selbst als ich dann relativ mächtig schon war und den ein paar, ja, mit ein paar Klicks quasi erledigt hatte, hat er mich einmal geschnappt und dann war es vorbei, ne? Einfach weil ich doof stand. Also das ist auch ein bisschen eine Glückssache, aber man kann dem natürlich entgegenwirken, indem man halt so kämpft, wie ich halt gekämpft habe, ne? So, nun, was ist los hier? Ich möchte gern gerufen werden. Das wäre schön. Heute ist, weiß ich nicht, ob heute ein Patch erschienen ist, das wäre natürlich immer doof. Netzwerkeinstellung, was sagen die? Global, kein Passwort, online starten, uneingeschränkt, super, alles richtig. So. Oh, war spaßig, der Kampf. Ich meine, mit Zahnstocher mache ich noch keinen Schaden, so wirklich, aber... Immerhin, ne? Ja, wie gesagt, in Arno Londo kriegen wir eine okkulte Keule, die mit A skaliert und... Ja, da hoffe ich ja, kann ich ein bisschen mehr Damage raushauen, also ein bisschen mehr physischen Damage. Und dann skaliert sie, glaube ich, mit E oder so auf Stärke noch. Ja, ganz komisch. Ganz seltsame Skalierung irgendwo. Aber mir geht es natürlich in erster Linie um Wille, weil das habe ich ja hauptsächlich jetzt geskillt oder viel geskillt. Naja, gut, viel 21. Das meiste habe ich in der Tat in Vitalität gesteckt. Aber das ist wirklich sehr nützlich in dem Spiel, ne? Also gerade wer das zum ersten Mal spielt, jetzt werde ich irgendwie gar nicht gerufen hier. Schade. Ich würde mal sagen, ich schalte euch einfach dazu, wenn ich gerufen werde. Ne? Machen wir es doch so. Denn müssen wir hier nicht unsinnig warten. Ne? Bis gleich. So Leute, hallo, herzlich willkommen zurück. Ja, jetzt wurde ich endlich mal gerufen. In der Zwischenzeit war ich schon beim Händler und so. Hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Und hier wird sogar noch ein Phantom gerufen. Sehr cool.
sehen wir nicht schick aus jetzt, ne? Als Krieger des Sonnenlichts treten wir dem Eisengolem erneut entgegen. So muss es sein. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen stärker, ne? Ich mit meinem Zahnstocher mache natürlich nicht gerade mehr Schaden jetzt. Aber Moment. Muss ich halt ein bisschen mit Wundern nachhelfen. Ich wollte mich nicht heilen jetzt. Wobei das natürlich auch nicht. Oh, der strauchelt ja jetzt schon. Ja, das ist ganz gut. Ich glaube, das war auch schon, ne? Ja, Tatsache. Geil, Jungs. Das war cool. Na, das waren mal fähige Mitspieler. Der hat ja auch die helle Bade, ne? Ja, das verschafft uns auch Sonnenlichtmedaille, das ist geil. Und 20.000 Seelen immer. Jo, das ist gut. Das ist natürlich nicht zu verachten. Die brauchen wir natürlich immer. Ob ich jetzt nochmal probiere zu kämpfen? Einmal noch. Mal sehen, vielleicht geht es ja diesmal schneller. Ja. Ja, der hat die Glewe, glaube ich, gehabt, ne? Der Host. Sah so aus wie diese Schwarzritter-Glewe, ne? Ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung davon, aber jedenfalls ist das so eine Art Hellebarde und die ist sehr, 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 sehr gut. Also generell diese Schwarzritter-Waffen, ne? Sind nicht von schlechten Eltern. Ich habe meistens davon diese Axt verwendet, diese doppelseitige Axt. Auch ein Wahnsinnsgerät, ja, also. Da habe ich über 500 Schaden oder sowas rausgehauen. Also fast an die 600 dran. Wenn man dementsprechend eine Skalierung hat. Ne? Also ich hatte ja mit auf Beweglichkeit gesetzt und auf Stärke. Und ich glaube, die Waffe skaliert damit auch sehr gut. Und dadurch war das einfach ein Biest, ja? Muss man wirklich so sagen. Dafür hätte man eigentlich in Dark Souls schon einen Waffenschein benötigt. Für das Ding. Der blanke Wahnsinn. So, na gut, dann werde ich mal kurz nochmal pausieren und mal sehen, ob ich wieder gerufen werde. Bis gleich. So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Diesmal ging es ein bisschen schneller. Ich weiß jetzt gar nicht, sind die jetzt schon im Kampf? Phantom wird gerufen. Ah, da ist ja der Host, oder? Eisentarkus gerufen. Mann, wie viel holt denn der? Ach du Scheiße. Finstergeist. Ach, deswegen. Okay. Der wird invadiert. Deswegen sollen wir ihm helfen. Naja, gut. Also, der hat ein richtig krasses. Ach, das ist doch der Typ, der mich auch, oder? Hatte der mich auch? Nee, ich glaube, der ist anders. Ja, der nutzt Wucht, aber wem bringt Wucht irgendwie nichts? Oh, schade, der Rufer ist tot. Oh, und kurz danach war der Typ tot. Naja, so kann es gehen. Ne? So kann es gehen. Okay, ich würde mal sagen, das lasse ich jetzt erstmal soweit damit bewenden. Machen wir uns mal auf die Reise. Ring aus Licht untersuchen. Der pulsiert so cool. Sah der jemals so geil aus? Ich glaube nicht. Erst mit dem Remaster. Tja, wie winzig wir dagegen wirken, ne? Gegen diese gewaltige Stadt, die sich jetzt geöffnet hat. Genau. Ja, dafür gibt es allein schon ein Achievement, ne? Wenn man Arno Londo erreicht hat. Ich meine, wir können hier zwar schon Meilensteine erreichen, also das ist das Herrschergefäß, was wir bekommen, und mit dem Herrschergefäß
können wir denn von den von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer reisen. Das ist ganz cool. Da oben ist übrigens das Archiv, Dukes Archiv, ne? Das Archiv des Herzogs, ne, in Deutsch. Auf Englisch Dukes Archive oder so. Ach, natürlich genau in die Attacke reingerannt. Typisch. Ja, die haben einen coolen Schild, der schützt sie ultimativ gegen Magie, glaube ich. Und gegen Wunder. Konnten die auch Wunder wirken? Ne, die hier glaube ich nicht, nur die... Kommen gerade irgendwie nicht richtig vorbei. Doch. Ja, mit meiner Waffe darf ich noch eine ganze Zeit lang auf sie einprügeln. Aber sie bluten offensichtlich. Hört sich auch anders an, also die haben auch neue Sounds irgendwie eingebaut, ne? Hm. Wow, die bringen auch nochmal ordentlich. Ach du Scheiße. Ah, stimmt, hier standen ja noch zwei von denen. Na komm, Junge. Wir locken dich hier erstmal weg. Von deinem Bruder. Eigentlich könnte ich jetzt auch mal Blitz verwenden. Hm, mach ich mal. Stimmt, das ist ja eine Doppelattacke. Ja, so ist es, wenn man die Angriffspattern vergessen hat schon. Die Movesets der Gegner. Rennt man natürlich voll in die eine oder andere Attacke rein. Dann mach ich es doch so. Geht schneller. Naja, wie man es nimmt. Zumindest die Schlagfrequenz ist wesentlich schneller. Ja, super. Schwer sind sie auch nicht wirklich. Droppen auch manchmal ihre helle Bade oder ihren Schild. Ich weiß gar nicht, ob die auch eine komplette Rüstung haben, die sie droppen können. Ich glaube nicht. Oder? Doch, ich glaube fast ja. So. Oh ja, das macht viel mehr Schaden. Gefühlt zumindest. Weil die haben auch so einen Backswing. Boah. Hä? Ich bin zwar gerollt oder gesprungen oder was auch immer. Irgendwas habe ich gemacht, auf jeden Fall. Naja, ist egal. So oder so sind sie jetzt tot. Oder der eine zumindest. Ah, nee. Okay, was ist das für eine Truhe? Die ist harmlos. Der Mondtitanit. Ich glaube, eine von den Truhen hier war eine Mimic. Aber auf der anderen Seite. Sieht hier auch mal aus wie so ein Illusionstor, aber es ist es nicht. Aber es gibt hier eins, definitiv. In Anor-Londo. Also hier jetzt nicht. Im Anfangsgebiet, aber später. Ja, da ist der andere Durchgang. Ja, da gehe ich aber auch noch hin. Das hat auch einen bestimmten Grund, dass ich da hin möchte. Na, erstmal hier ins Feuer, obwohl dann sind die anderen ja auch wieder da. Na, ist egal. Quatschen wir erstmal mit ihr hier. Das ist eine Feuerhüterin. You are a rare visitor. Well, if you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. Ja, eine Offenbarung. Ja, noch kann ich es nicht verstärken, aber irgendwann kann ich es. What is it? What am I? If not for again. Ah, okay. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another. Yet never shall the keepers of these flames meet. Naja, ist ja kein Wunder. Die hängen bloß an ihrem Feuer rum, ne? Now is that is. Mhm. Auf jeden Fall. If you require rest, that is. Okay. Gut, bei ihr könnte man das auch verstärken. Wenn wir jetzt noch eine Feuerhüterinnenseele hätten, aber sie ist ja eine, also. Na, ihr braucht nur eins und eins zusammenziehen, ganz klar. Erstmal Aushöhlung umkehren, ja. Wir haben ja schon mal zwei Menschlichkeit wieder gesammelt. Und entfachen. Wie? Achso, das ist schon auf plus 10, oder umso besser. Das hat sie wohl gemacht. Denn hier gibt es jetzt noch... Moment, haben wir überhaupt noch eins? Ich überlege gerade... Ja, wir haben zwei. Ah, ich brauche vier, glaube ich. Scheiße.
Oh, hier gibt es auf jeden Fall noch einen Titanit. Ein Funkeltitanit. Ah, das eine ist ein Mimik. Oder vielleicht sogar zwei. Mal gucken. Oh, auf jeden Fall sind hier erstmal zwei Riesen. Die jetzt auf mich zugerannt kommen. Hoffe mal, wenigstens einer geht wieder zurück. Ja, einer geht zurück. Nee, der auch. Ah, Mist, das sind die Schilde immer. Ja, das ist 100%iger Wunder- und Magieblock. Habt das gesehen? Hä? Irgendwas hat getroffen, aber nicht ich, sondern sie mich. Obwohl, vielleicht können wir einfach die mal ein bisschen austricksen. Das war gleich. Ja, hier ist kein. Ah, ist leider nur eins. Verdammt. War hier noch eine Echse? Nee, ich glaube nicht. Aber hier ist ein Händler in Anolondo. Der verkauft euch die Teile. Aber auch erst seit einem Patch und beim Remaster, wollte ich sagen. Dann natürlich von vornherein. So. Gut, ist egal. Schade, dass es nur einen gibt. Gehe ich erstmal ans Leuchtfeuer, um nochmal zu rasten. Obwohl, nö. Die mache ich noch kalt. Aber, ja, erst in der nächsten Folge, Leute. Also denn, bye bye, ciao ciao. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da nach Norden zeigend, wenn möglich. Also denn, ich wünsche euch was.